vorgestellt. Galaxy Squad. Ja, wir sind in der Folge Nummer 3 und haben unser Kampfeinheiten letztes Mal ausgerüstet hier mit Rüstungen hier jeweils. 10 auf Energie, da gab es hier Rage 110 für. Und er hat hier 2% auf kritische Treffer dazu bekommen. Und der dritte, was hatte der? Der hatte 2 auf Ausweichen. Ausweichung 2%, da haben wir das. Dann blinkt hier noch das Schiff. Was ist da noch zu tun? Achso, der Generator, ist der fertig oder was? Okay. Und 2. So, was machen wir dann? Verfügbare Systeme. Zu sehr genau die maximale Energiekapazität um 20 und die Energieübergabe um 2. Konstruktion 6. Das ist Raumstation. Das ist erweiterter Generator. Erhöht die maximale Energiekapazität um 30 und Energierückgewinnung um 3. Du kannst nur einen davon bauen. Bankensystem zeugt während der Aktivierung in jeder Runde Geld. Konstruktion ermöglicht 2 Systemkonstruktionen gleichzeitig. Radarsystem ermöglicht bei Aktivierung die Annahme und Rückgabe von Aufgaben aus der Ferne und verlangsamt die Föderationsflotte. Verbessert auch die Scan von... Ah, die Föderationsflotte ist es da schon, ne? Protonenkanone ermöglicht die Schiffe in Ereignis anzugreifen und innerhalb von Missionen den Orbitallaser zu verwenden. Schockkammer, ja, okay. Radarsystem ermöglicht bei Aktivierung die Annahme und Rückgabe von Aufgaben aus der Ferne und verlangsamt die Föderationsflotte. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Brauchen wir nicht wieder zurückfliegen. Hauen wir das doch mal, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Föderationsflotte ist das jetzt hier? Sind das schon hier irgendwelche Föderationsschiffe dann? Sieht wohl so aus, ne? Das bedeutet, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da irgendwo hinkommen, oder wie? Vielleicht sollten wir mal dahin, oder? Ja, machen wir das doch mal. Ah, Job well done. Das empfohlene Level für diese Mission ist 1. Level 1 starten. Gucken wir uns das doch mal an. Unser Flieger. Unsere Brücke. Okay, Alarm. Hey Leute, es ist Crian. Wie geht's? Hast du das Paket bekommen? Gut, wir haben das Paket, aber wir haben den größten Teil des Teams auf der Mission verloren, denn nur 3 haben überlebt und jetzt haben wir die ganze Föderation im Hals. Du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen, was dahin steckt oder was sie genau verfolgen. Du hast das schnellste Schiff der Galaxie, damit werden sie dich niemals kriegen. Zu mir gekommen bist, werde ich dich für den Rest deines Lebens reich machen. Hier ist ein kleines Vorschuss, erste. 100 Credits, okay. Kein, wir werden da sein. Ja, das ist ja der Koffer. Ja, was passiert schon mit dem Koffer? Der öffnet sich. Oder will sich öffnen, oder? Gute Frage, ne? Was das jetzt für ein Zeichen war. So, und jetzt? Ist da keine Station? Ne, da ist keine Station. Ich würde jetzt den Weg hier lang fliegen und dann da erst hinwollen, wenn... Okay, während du in der Nähe einer Raumstation geflogen bist, hat deine Einheit erwähnt, dass es einen Mann vor Ort kennen würde, der ihnen das Geld schuldet. Du könntest dann und versuchen, dieses Geld einzutreiben, weil der Ort wird von der Polizei überwacht. Puh. Wird Kampf sein, ne? Erfolg. Plus 8 Credits, plus 9 Credits, plus 9 Credits, fliehen. Tja, keine Ahnung, was das jetzt war. Das heißt, wir haben ein paar Credits dazu gekriegt, oder wie? Ja, da passiert ja jetzt nur nix, ne? Dann würde ich jetzt die Raumstation mal besuchen und gucken, was da gibt. So, was hat er? Was brauchst du? Hey, du Abschaum, komm mal her. Ich kann dir etwas Interessantes anbieten. Meine Jungs in der Nähe von Sektor 9 benötigen diese Waffe. Bis bald. Okay. Was hat er?
Söldner-Info. Aha, Beteil, Level 2, klasse. Kämpfer wahrscheinlich, Preis 50, brauchst einen Soldaten, stell einen Söldner ein. Weiß ich nicht, komme ich später auf dich zurück. Da ist noch eine Mission, was brauchst du? Hallo. Mein Bruder wurde vor einer Woche verhaftet und ist jetzt in der Polizeistation. Bei BNH7 sitzt er, ist natürlich unschuldig, dann sind ehrliche Bürger. Wenn du kannst, unternehmen etwas dagegen. Bis bald. Was hat er? Was brauchst du? Hey Leute, kann man hier etwas Geld verdienen? Es werden ein paar Schwarmdrüsen benötigt. Du kannst die von toten Ameisen oder Kakerlaken ernten. Ich würde dir 50 Credits für Drüsen geben. Ja, warum nicht? Kriegen wir bestimmt irgendwie zusammen. So. Ich glaube, hier draußen sehe ich jetzt nichts mehr, ne? Schiffsservice. Gehen wir erstmal in die Bar oder Taverne. Hier gibt's noch was. Was brauchst du? Hey Kumpel, wie geht's denn so? Willst du etwas Geld verdienen? Es ist wirklich eine leichte Aufgabe. Alles, was du tun musst, ist ein paar Munitionskisten aus einem Lager auf diesem Planeten zu schicken. Es können ein paar föderale Soldaten sein, aber ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst. Bis bald. Ach, das sind nun Söldner hier. Level 1 kostet 30. Brauchst du einen Soldaten? Stell einen Söldner ein. Das weiß ich nicht, ob ich einen Söldner brauche. Die beiden haben nichts mehr. Gehen wir mal einen Waffenladen, weil wir haben ja gerade Kohle wieder. So, was ist das hier? Poweranzug. Rüstung 4, Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, 20 auf Energiepunkte. Rüstung 4 stellt die Gesundheit wieder her. Okay, sehr interessant. Stellt die Gesundheit wieder her. 37, kosten sie alle 3. Ein Glückshut. Ah, das haben sie sowieso nicht, ne? Mit der Energieplantat. Mit der Energieimplantat. Plus 35 Energie, okay. Frostgewehr. Hat das Schaden, das hat auch 24, 4 Kugeln, Munition 5, Genauigkeit 45, das unterstützt plus 5 Genauigkeit. Das ist natürlich mit Einfrieren richtig cool eigentlich, ne? Jagdgewehr, wie viel Kohle haben wir? 133. Was haben denn die anderen hier noch so? Schaden 35, Genauigkeit. Schaden 24, dann ist dieses Ding ja jetzt nicht so der Hit. Aber hier unten gibt's noch was. Warte mal, das ist 24, der eine hat 35, ne? Das sind auch 24. Der 35er ist ja schon mal nicht schlecht. Das heißt, die 24er können wir austauschen, ne? Dann würde ich den hier doch mal gegen den da tauschen. Genau, und dann können wir den vielleicht verkaufen, geht das? Oh, 78 gibt es dafür. Ja, Gegenstände verkaufen. Ah ne, da steht es 12, 78 ist das, was wir haben. Ist aber schon mal besser wie nix und dann haben wir hier ein besseres, ne? So, er hat jetzt noch das 24-Kugel-Ding. Was haben wir hier? Scharfschützengewehr. Wow, 48 kostet auch 55. Unterstützer plus 5 Genauigkeit. Das auch. Genauigkeit ist da allerdings 100%. Munition 2, Munition 5, Schaden 48. Da muss er rechts ewig nachladen, aber Schaden ist natürlich 48, ne? Kaufen wir auch. Machen wir da hin. Und den verkaufen wir. Passt. So, er hat noch eine Pistole.
So, das ist hier nichts, ne? Das Streugewehr ist 35 und der hat auch nichts, okay. Aber er hat zwei Waffen, dafür hat er jetzt das Scharfschützengewehr. Das ist der Unterstützer. Energie 100, Rüstung 3, Ausweichchance 2, Zielgenauigkeit 70%. Zielgenauigkeit 61, 82, 70. Der Schütze hat natürlich die Zielgenauigkeit da. Das hat sogar 110. Nee, dann lass das mal. Ich glaube, das lassen wir mal so. Jetzt haben wir noch 47 Taler hier. Das können wir nicht mehr kaufen. Können wir auch nicht kaufen. Und die Anzüge, doch Anzüge gehen sogar noch mit 37. Und der Glückshut wäre 22. Kaufen nochmal 22, das wären 44. Zweiundzwanzig wäre 59, also geht nicht zwei Sachen. Also zwei Sachen wäre der Helm und der Helm. Ich glaube, wir kaufen mal den Helm hier, diesen Glückshut hier und kaufen auch noch das Ding, weil die haben ja noch gar nichts, ne? Wieso kann ich den jetzt nicht kaufen? Weil da schon was drin ist, oder was? Kritischer Treffer. Um die Geschwindigkeit auszuweichen. Machen wir mal so. Kann man jetzt den kaufen? Ich weiß nicht, warum ich den nicht kaufen kann. Das Geld habe ich doch, oder? Irgendwie geht das nicht. Nochmal gucken. Nee, verstehe ich jetzt nicht, warum ich den nicht kaufen darf. Wir hatten jetzt den Glückshut auf. Okay, das ist unser Schütze, der hat den kritischen Treffer 10% noch weiter. Ja, weiß ich auch nicht. Alles andere geht nicht. Das ist eigentlich genug Geld da, aber wir dürfen den nicht kaufen. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Egal, dann lassen wir das. Dann gehen wir nochmal zum Ship Service. Treibstoff 55 haben wir jetzt. Ja, lassen wir so mal. So, jetzt ist 60 und das ist voll, glaube ich, oder? So, das ist dann auch gut. Haben wir dann alles? Taverne haben wir, Schiffsservice haben wir, Wollnern haben wir. Energie ist 28 von 60. Die Energie haben wir nur 28, habe ich das hier falsch gesehen? Wo ist denn die Energie hier zu sehen überhaupt? Kostet ja auch 50, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, gut, dann auf zum Schiff. Und jetzt fliegen wir mal dahin. Findest du in der Nähe eines Planeten, auf welchem sich ein Lager befinden soll? Was wirst du tun? Angreifen. Ja, da sollen wir die Munitionskisten, glaube ich, wegholen, oder? Gegenstände 3. Time until reinforcements 4. Kann ich da? Ja, kann ich da. Haben wir schon Feindkontakt oder was? Oh ja, da. Wo ist die dritte Kiste? Die ist da oben. Also er hat schon mal das geholt, was er holen kann, ne? Moving.
Er kann aber noch keinen sehen. I'm going. So, letzter Mann. I like Ich glaube, wir it. gehen mit dem auch dahin. Feindliche Runde, okay. Schon getroffen. Das ist schlecht. Der ist nochmal Treffer. Oh, wow, wow, wow. Alle Treffen von denen, die sind ziemlich gut, wa? So, das bedeutet, er geht erstmal in Deckung. Hat ja keinen Sinn. Kann er den denn sehen? Wohl nicht. Überwachen. Überwachen. Und überwachen. Hat schon keine Aktionspunkte. Also nächste Runde. Kann er noch nachladen? Nein. Ach so, weil die anderen. Ach, wir müssen immer den Haken setzen, so war's, alles klar. Verpasst. Verpasst. Wenn die Drohne kommt. So. Mit einer irgendeinem Blick, ja. Zack. Die Drohne ist schon mal weg. Ja. Können wir nicht ändern, ne? Machen wir so. Bringt ja sonst nichts. Irgendwer muss doch laufen, ne? Na, er kommt noch mit einer Drohne um die Ecke, oder wie sehe ich das? Und überwachen. Nothing I can't handle. Yes? Affirmative. Awaiting orders. Sollten wir mit dem woanders hingehen? Vielleicht da hinten rum oder so? Ich weiß nicht. Versuch wäre es wert, oder? I'm going. What's the plan? Keine Sichtlinie. As you say. Das ist ja super, wa? Feindliche Runde. Mal schauen, wie wir da weiterkommen. Okay, wieso stehen da immer so viele? Ja, zack, angreifen. Zack, hauen um. Auch weg. Da ist auch noch einer, oder was? Ach, die Drohnen, okay. Der da hinten ist gleich platt, something oder? Mind. Can do. Und der kann aber immer noch den da oben platt machen.
Nachladen, na super. At the ready. Zack. Weg ist er. Da kommen wir ganz schön viele, ne? We could use some help here. Wilde Fauna kommt jetzt auch noch dazu. Die ist da, wow. Ja. What's this? Da auch noch. Keine Emotion, bitte nachladen. Na super. Wir tun mal so, als ob der uns nicht sieht. Wie stark ist denn das Ding? Okay, das ist noch extremer, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube, das war's dann, oder wie sehe ich das? Wir müssen definitiv den da kaputt machen, ne? Der ist kaputt, ja. Nützt nichts, der muss in Deckung. Und den können wir da gar nicht wieder wegholen, oder? Für die Waffe sind zwei vollständige Aktionen erforderlich. Verteidigen. Auf jeden Fall sind die Polizisten jetzt erstmal mit dieser wilden Fauna beschäftigt. Hier ist natürlich auch noch einer, ne? Kann ich dem denn jetzt hier helfen? Certainly. Ja, wenn ich das jetzt mal wüsste, ne? Was ist denn jetzt hier passiert gerade? Zurück. Ich habe kein Interface hier mehr. Ah, jetzt ist wieder da. Ich würde mit dem aber gerne unseren Kollegen heilen. Das ist das Problem, was ich habe. Nachladen, verteidigen. Schade, da fehlt irgendwie auch noch was. Ah, er hat die erste Hilfe, alles klar. Kann er dem helfen? Aber wie? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier hinkriege. Wie supporte ich jetzt? Ah, da kann ich die Waffe tauschen, oder wie? Okay. Ich würde aber jetzt gerne ihm da heilen. Nein, das sollte nicht passieren.
Jetzt stirbt er da. Ja, der eine ist jetzt tot. It's your day to die. We could use some help. Tja, sehr interessant. Keine Munition, er muss schon wieder nachladen. Ja, complicated, wa? Zack. Feind ist dran. Trifft mich wieder, ist klar. Der hat verpasst. Der hat auch verpasst. Der hat natürlich getroffen. Das bedeutet, er ist auch gleich tot. Noch eine andere Drohne, die mich direkt angegriffen hat. Sehr interessant. Ja, nachladen, ne? Ja, das ist jetzt geklärt, würde ich sagen. Die beiden sind bewusstlos, werden jetzt gerade niedergemetzelt, bis wir durch sind. Und das war unsere Geschichte, glaube ich, wieder, ne? Ist also gerade mal nicht eben so zu gewinnen, oder? Wie sehe ich das, hm? Ja, der ist auch. Feindliche Runde läuft. Dann kommt der nächste. Das war jetzt hier mit Polizei wohl nicht so der ideale Einsatzort. Ihr Trupp wurde besiegt. Kämpfe gewonnen, einer. Feinde getötet, 10. Soldaten verloren, 3. Ereignis beendet, 5. Glory, 3 Sterne. Tja, verlassen. Jo, da haben wir ein neues Erlebnis wieder gehabt. Ja, das ist aber ein recht cooles Spiel, finde ich da. Müsste man mal gucken, dass man das vielleicht nochmal aufnimmt. Aber ich würde das erstmal sagen, sollte erstmal mit diesen Folgen reichen, um eine vorgestellte Geschichte zu haben. Mal sehen, was da noch passiert. Vielleicht nehmen wir es mal wieder auf. Aber momentan würde ich erstmal sagen, nein, gucken. Weiß ich noch nicht. Ich überlege noch. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Tag noch euch und wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr sicher schon ein Abo habt und euch bestimmt einen Daumen hoch aus dem Finger kitzeln lasst, dass diese Folge einen Daumen hoch kriegt und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade. Kommentare schreibt rein, was ihr von dem Spiel haltet, wäre echt cool und teilt das Video auf euren Kanälen, sagt Freunden und Bekannten Bescheid, dass Galaxy Squad ein richtig cooles Spiel von Oleg Kasakov ist, der mir diesen Kia zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal. Und ja, würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.